Es sieht aus wie ein Antiterror-Einsatz. Die Stadt Diamond Bar östlich von Los Angeles. Zugriff durch ein schwer bewaffnetes SWAT-Team. Die Polizei benutzt Tränengas, um den Tatverdächtigen zu überwältigen. Dann öffnet sich die Hintertür des Wagens. Ein 9-jähriges Mädchen kommt heraus. Ein Polizist nimmt sie auf den Arm und bringt sie in Sicherheit. Sie weinte und klammerte sich an mich und ich sagte ihr, es ist alles in Ordnung. Kurze Zeit später nehmen die Polizisten den Fahrer fest. Es ist die 30-jährige Mutter des Mädchens, die sich in ihrem Auto stundenlang verschanzt hatte. Die Taktik wäre natürlich eine andere gewesen. Mehr Verhandlungen, mehr Kommunikation, hätten wir gewusst, dass da ein Kind drin ist. Begonnen hatte alles mit einem Unfall, Fahrerflucht und einer wilden Verfolgungsjagd in der Vorstadt von Los Angeles. Der Nissan rammt von der Polizei gejagt mindestens 10 Autos. Live übertragen von einer lokalen Fernsehstation. Das Ende dann mit einem komplett zerstörten Auto, aber keinen Schwerverletzten. Die Fahrerin ist in Haft, das Mädchen in psychologischer Betreuung.